Wenn euch am Schluss das Video gefallen hat, dann hinterlasst einfach einen Gefällt mir-Button, Glocke betätigen. Ja, ihr wisst ja Bescheid, wie das geht, ne? Dankeschön. Deutschland den Deutschen. Jetzt singen sogar Migranten den bösen Song. Ausländer raus, Ausländer raus. Habt ihr diese Videos gesehen? Er wird überall geteilt, in Sylt, was es ist. Soll ich euch was sagen? Ich als Ausländer, wenn ich mit denen dabei gewesen wäre, ich schwöre bei Gott, ich hätte da mitgesungen. Wirklich. War lustig. Es sind bald Wahlen. Die wollen jetzt alles auf die AfD schieben, ne? Die wollen das sehen. Hey, guck mal, das sind alles AfDler und was weiß ich. Und AfD wird trotzdem stärker. Und die AfD wird trotzdem an die Regierung kommen. Ausländer aus, Ausländer aus, Deutschland den Deutschen, Ausländer aus. Von das und das. Wenn die Nacht hereinbricht, sind die Terminals 2 und 3 des Flughafens der Kanarischen Inseln voller illegaler Migranten auf dem Weg nach Madrid und unter anderem auch nach Deutschland. Gültige Fachkräfte, soweit das Auge reicht. Wir freuen uns auf euch. Ihr seid herzlich willkommen. Eine Regierung, die sich so verhält wie unsere, wirkt auf mich so, als ob sie es schlecht meint mit ihrem Land. Als ob sie die Leute hasst, dieses Landes. Ich frage mich, warum tun die das denn? Und die Antwort ist, weil sie völlig verblendet sind von Multikulti-Illusionen, die längst widerlegt sind. Und was sie dann immer hören, ist Abschottung. Sie hören immer den Vorwurf, man wolle abschotten. Die Menschen, die diese Politik kritisch sehen, wollen in aller Regel doch keine Abschottung. Sie wollen eine kontrollierte, rationale Migration in Dosen, die verträglich sind. Welche Frauen dürfen als Therapiewerkzeug für sexsüchtige Ankommende herhalten? Ja? Das sagt sie damit. Es stiftet ihnen, das hilft ihnen, Identität zu finden, wenn sie zusammen dann eine vergewaltigen. Die Gutachterin entschuldigt Gruppenvergewaltigung, weil die Täter muslimische Migranten sind, die Täterpolizei bekannt. Psychiaterin Nala Saimeh tritt in Sexualprozessen oft als Gutachterin oder Helferin von Sexualstraftätern auf und erklärt im Spiegel, dass die Herkunft der Täter eine Rolle spielt. Zitat: Wenn ein Täter selbst eine eigene Migrationserfahrung hat, den Kulturraum gewechselt hat, diesen aber nicht kennt, also unvorbereitet ist und im Aufnahmeland in eine komplette soziale Randständigkeit abgleitet. Ich zitiere sie: Wer mit Sprache und Alltag nicht zurechtkomme, könne instabil werden. Das Risiko für Kriminalität würde dann steigen. Sex ist eben auch ein Mittel, um Frust und Wut abzulassen. Ein Mittel der Abwehr von Trauer und Leere. Und in einer Gruppe von Männern mit gleichem Schicksal wirkt es auch identitätsstiftend und stärkt das Gruppengefühl. Also wenn du in einer Gruppe von Männern irgendwo eine Frau abfängst und die dann über Stunden zerstörst, dann stärkt das euer Identitätsgefühl und eine Gruppe. Ihr lauft dann nachher Arm in Arm stolz durch die Gegend. Und das sagt eine Gerichtsgutachterin. Sie können es nachlesen und das ist einfach nur widerlich. Jetzt kommen wir mal den Entscheidenden.
Aber das alles hat nichts mit der AfD zu tun, denn die ist nicht in der Regierungsverantwortung. Und das ist Fakt. Es ist so normal, Hass auf Deutschland zu haben, und das ist nur in Deutschland normal. Also wenn du dich in anderen Ländern, wenn du die Flagge verbrennst, wenn du irgendwie sagst, Italien verreche oder sonst irgendwas, Junge, dann musst du schnelle Beine haben, um laufen zu können. Ja? Mit Recht, wie ich meine. Und dass die SPD, die Deutschland den Deutschen auf dem Wahlplakat hat, dass die das eklig findet. Schauen wir mal hier, SPD-Jugend. Jusos wollen Deutschland-Hass per Gesetz billigen. Und du siehst, ein bekanntes Plakat im Hintergrund, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Da gibt's nicht riesige deutschlandweite Skandale, muss zurücktreten, kriegt keine Arbeit mehr, Höchststrafe. Dafür müsst's doch. Also wenn es für das einer sagt, Deutschland den Deutschen, eine eher positive Sache, wenn es dafür schon Höchststrafen gefordert sind oder für Ausländer raus. Und Deutschland, du mieses Stück Scheiße, dein eigenes Heimatland als Stück Scheiße zu bezeichnen, ist absolut krankhaft. Und Leute aus dem Ausland, die schütteln immer nur den Kopf. Wie kann das sein, dass ihr Deutschen es zulasst, dass ihr euch so schämt für das, was ihr seid, ja? Ja, ich bin ein dummes, blödes Schwein und nimm euch alles weg. Aber ihr wollt es auch so. Deshalb werde ich noch viel mehr Sauereien mit euch machen. 2030 ist es dann, ist der BRD vorbei. 30 Millionen Muslime werden das Land komplett übernehmen. Das ist mein Wahlversprechen für alle Nazis und Rechten. Ihr seid alle dumm wie Scheiße und das ist gut so. Wir schaffen das. Des Weiteren werde ich eure verdammten Kinder alle in den Krieg schicken. Am Ende wird nichts mehr von eurer Brut übrig bleiben. Alle Häuser werden meinen afrikanischen Freunden als Willkommensgeschenk übergeben. Hallo, das war ein Aberakt Hartsatze vom lieben Olaf. Man munkelt, es könnte sogar die Wahrheit sein. Alles in krasser Scheiß. Zum Glück ist das ja alles Satire, in dem Sinne. Bleibt stark. Ich fordere natürlich von euch. Folgt mir und teilt das dämliche Video. In Liebe, your Clara. Die erste Meldung heute Abend sollte weltweit auf allen Titelseiten der Nachrichtenagenturen erscheinen. Die Covid-Injektionen wurden durch einen hochrangigen Juraprofessor als Massenvernichtungswaffen eingestuft. Das ist eine Sensation. Dr. Francis Boyle, ein Harvard-Professor und Architekt des von Bush unterschriebenen Antiterrorismusgesetzes über biologische Waffen von 1989, gab eine eidesstattliche Erklärung ab, in der die Covid-19-mRNA-Injektionen als biologische Waffen in Massenvernichtungswaffen bezeichnet werden. Dr. Joseph Sansone berichtete als erster davon. In der eidesstattlichen Erklärung von Dr. Boyle, die im Rahmen eines Dringlichkeitsantrages in Florida eingereicht wurde, wird argumentiert, dass die Verteilung von Covid-19-Injektionen gegen mehrere Gesetze verstößt. Unter anderem gegen das US-Gesetz über biologische Waffen und gegen Floridas Gesetze über Waffen und Schusswaffen. Die Petition, die sich direkt an Gouverneur Ron DeSantis und Generalstaatsanwältin Ashley Moody richtet, fordert einen sofortigen Stopp der Verteilung der Covid-Injektionen in Florida und verlangt die Beschlagnahmung der noch vorhandenen Vorräte dieser Injektionen. Nach Angaben von Dr. Sansone wurde der ursprüngliche Dringlichkeitsantrag für ein Mandamus-Verfahren am 3. März 2024 beim obersten Gerichtshof von Florida eingereicht. Später, am 20. März, wurde sie an den Circuit Court in Leon County überwiesen. Und nachdem der Circuit Court den Fall am 9. April abgewiesen hatte, ging er an das Berufungsgericht. Der Berufungsschriftsatz wurde am Memorial Day, dem 27. Mai 2024, eingereicht. Dr. Boyle, einer der weltweit führenden Rechtsexperten für biologische Waffen, hat diesem Fall mit seiner eidesstattlichen Erklärung erhebliches Gewicht verliehen. Der Fall verfügt bereits über umfangreiches Beweismaterial, das in der Klageschrift enthalten ist. Darunter eidesstattliche Erklärungen der medizinischen Rechtsberaterin und Biotech-Analystin Karen Kingston und Dr. Anahmi Haicha. Laut Dr. Sansone wird in der Klageschrift ausgeführt, dass der Vertrieb dieser Injektionen gegen mehrere Gesetze gleichzeitig verstößt. Darunter, wir lesen Ihnen nur die wichtigsten Punkte vor, Gesetz über biologische Waffen, Bundesverbrechen des Hochverrats, Inlandsterrorismus, Mord und Völkermord, Betrug aufgrund des Florida Drugs and Cosmetic Act, Beihilfe nach der Tat und Florida Medical Consent Law. In der von Dr. Boyle unterzeichneten eidesstattlichen Erklärung heißt es gemäß 28 USC 1746. Ich, Francis A. Boyle, erkläre unter Androhung der Strafe des Meineids, dass die hierin enthaltenen Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß und richtig sind. Dann führt er seine Referenzen auf. Professor für internationales Recht an der University of Illinois College of Law, außerdem ein AB 1971 in Politikwissenschaft an der University of Chicago, dann ein JD-Abschluss magna cum laude an der Harvard Law School und er ist Doktor der Politikwissenschaft an der Harvard University. Vor 3 Jahren war das Klopapier, konnte man nicht mehr kaufen, die Leute haben umgeschlagen. Jetzt haben wir keine Eier mehr hier, wir haben Dienstagabend bei Coles, das ist ein Supermarkt, hier wie bei euch das Edeka und Australien. Offiziell, wir haben keine Eier mehr, also bis dahin, macht's gut. Hey, euer Bernie hier aus Australien. Heute geht es um die Aboriginals, was hier los ist. Und ganz kurz, falls du mich nicht kennst, ich berichte aus Australien seit ungefähr 4 Jahren. Das sag ich mal so, wie es ist. Und wenn es nicht weiß, wir haben eine wirklich weltweite Krise. Aber die weltweite Krise ist in meinen Augen die Korruption. Und die Politik, egal welchem Land du bist, man hat sie nicht gehört. Man hat Lügen erzählt. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Man hat Lügen erzählt. Auch hier geht mir jetzt davon weg, dass man dich nicht gezwungen hätte wegen dieser sogenannten Impfung. Ich bin ungeimpft und man hat mir ja gesagt, dass ich sterben werde. Es sind jetzt 3 oder 4 Jahre her. Ich bin immer noch am Atmen. Einige würden jetzt sagen, das ist schade. Aber nur so, wie gesagt, es ist so viel passiert in den letzten Jahren. Jetzt kommen wir zu den Aboriginals, also wegen Fake News. Was hier rumgeht, ist, dass angeblich in einigen Stämmen
von den Aboriginals, dass Frauen die Vagina, die aufgerissen wird und zerstört wird, damit sie keine Kinder kriegen, und anderen Leuten der Penis aufgeschnitten wird und so weiter und so fort. Das geht hier im Widerstand rum, das ergibt sich, dass die Aboriginals machen. Ich hatte mit meinem im geistigen Bruder Irwin in Deutschland gesprochen, der sich sehr gut auskennt mit den Aboriginals. Meine Stieftochter arbeitet mit den Aboriginals. Ich war selber in der Community letztes Jahr und habe mit mehreren Leuten jetzt gesprochen. Es ist fake und das geht leider im Augenblick hier rum in den Nachrichten von dem Widerstand, dass angeblich die Aboriginals machen. Was ich so gesehen habe und gehört habe, die respektieren die Frauen sehr, weil die Frau ist ja das, was die Sicherheit dafür geht, um Nachwuchs zu schaffen, und würde keinen Sinn machen. Also, wenn ihr sowas jetzt hört in euren Kanälen, auch wegen Aboriginals, das sind meines Erachtens Fake News. Und von jedem, mit dem ich gesprochen habe, glaube ich 7 oder 8 verschiedenen Quellen, die haben alle gesagt, die gehen davon aus, sie haben es noch nie gehört. Und die kennen sehr viele Rituale von Aboriginals, aber daher nicht. Ein anderes, was ich euch erzählen möchte, und ich weiß, Leute wollen meine Warnung haben, dass es grafisch ist oder so. Ich erzähle euch das nur. Vor noch ganz so langer Zeit, ich kenne einige auch in der Familie, die Fernfahrer sind, Trucks, LKW-Fahrer sind. Und eine Straße von Adelaide, wenn du hochfährst, nach Darwin, oder Alice Springs, was passiert oft ist, damals oder auch immer noch, die Aboriginals, wenn die besoffen sind, und ja, es gibt 1% schlechter davon, wie die Weißen auch, die legen sich gerne auf die Straße. Du hast eine Straße, die ziemlich hoch geht, du kannst also nicht verfehlen. Und die legen sich nachts auf die Straße, weil es warm ist. Wenn sie harte sind, ruhen sich aus. Und wenn du einen LKW fährst, dann fahren LKW-Fahrer drüber. Und ich habe mit einigen Leuten, auch in Bendigo, gesprochen, die LKW-Fahrer waren und sind. Die haben das auch, die haben auch gesagt, was willst du machen, wenn du 110 Kilometer fährst, du hast diesen Roadtrain, 50 lang LKW, 50 Meter lang LKW, auch wenn du bremsen würdest, du würdest sie erfassen. Und einige leider Rassisten, und die sagen, das sind wie Kängurus, du fährst einfach drüber, wenn die Arme rumfliegen, was soll's. Und ich habe mit 2 gesprochen, die haben gesagt, sie halten noch nicht mal an, die fahren einfach weiter, weil sie sagen, guck, wenn du anhältst, es kann sein, dass du ausgeraubt wirst und du kommst wahrscheinlich einen halben Kilometer später zum Stehen, also wird auch keiner mehr helfen, die fahren weiter. Und vor nicht ganz so langer Zeit gab es auch einige Rassisten hier im Fernsehen sogar, die haben gesagt, die Aboriginals sollen einfach erschossen werden, wenn sich jemand von dem auf deinem Land aufhält, erschieße. Das ist noch nicht so lange her im Fernsehen hier, 50, 60 Jahre oder so, dass das offiziell noch gesagt wurde, 70, 80 Jahre, wer weiß, aber das gab es hier im Fernsehen, dass einige prominente Leute so eine Meinung vertreten haben. Nur die Australier generell, 99% sind absolut klasse, wahrscheinlich sogar noch mehr. Die respektieren alle Menschen, wie ich auch. Ich habe Idioten gesehen in Deutschland, ich habe weiße Idioten gesehen, ich habe schwarze Idioten gesehen. Nur die Regierung ist das Schlechte. Die Globalisten, die kriminellen Eliten, das sind die, die uns gegeneinander aufbringen. Meine Meinung jetzt nur, ich denke leider, es muss zu einer Revolution kommen, weil diese Leute werden freiwillig nicht aufhören. Und wie weit die mit ihrem Plan schon gekommen sind, mit der New World Order, guckt es bitte nach. Es ist schrecklich, was sie schon erreicht haben. Denn ich denke nicht, dass es friedlich enden kann, weil diese Leute werden nicht aufhören. Man rudert ein bisschen zurück hier, aber man geht 2 Schritte vorwärts, 1 zurück, 2 vorwärts, 1 zurück. Julian Assange ist freigelassen worden, obwohl er da sich verpflichten musste, dass er wegen Spionage angeklagt wurde und mit vielen Auflagen. Obwohl, in meinen Augen ist er nicht gerade schuldig. Er hat wirklich nur die illegalen Informationen weitergegeben, und das ist jetzt illegal, auch um dich herum, egal in welchem Land. Anwälte, Ärzte werden immer noch verhaftet oder sind schon in Haft oder werden finanziell absolut zerstört. Und es wird wirklich Zeit, dass ihr alle aufsteht. Ansonsten können wir das nicht schaffen. Mal sehen, wie es ist. Ich berichte weiter von Australien. Euer Bernie, macht's gut. Tschüss. Wo besitzt die USA Militärbasen in Europa? Die USA besitzt 4 Basen in ganz Polen verteilt. Weiter in Italien findet man insgesamt 8 Basen im gesamten Land. Gehen wir in das Vereinigte Königreich, findet man hier 8 US-Militärstationen. Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden gibt es 3 Militärbasen. Bei uns in Deutschland gibt es über 30 Standorte, die vom US-Militär bedient werden. Weiter in Belgien finden wir eine Base, und weiter im Norden auf Island ist ebenfalls eine Militärbasis der USA. In Spanien sind insgesamt 2 Standorte vertreten, und nebenan in Portugal findet man eine auf den Azoren. Griechenland besitzt ebenfalls eine Basis, und nebenan in der Türkei sind es 3 Basen. In Bulgarien sind insgesamt 4 vertreten. Unweit im Kosovo sind 2 vorzufinden. Weiter im Balkan findet man in Bosnien und Herzegowina eine weitere Basis. Und zu guter Letzt, im Baltikum findet man 2 in Litauen und eine weitere US-Basis in Estland. Was haltet ihr davon? Kommentiert und unterstützt mich mit einem Like und Follow. Wie lächerlich macht sich eigentlich Deutschland, wenn sie nicht von Präsident Putin, sondern von Herr Putin sprechen? Die Bundesrepublik Deutschland und ihre Regierung sind abgemeldet. Sie haben auf dem internationalen Schachbrett den Status der Mitspieler verloren. Das liegt daran, dass die Regierung dem Kurs Amerikas hundertprozentig folgt und damit Deutschland und Europa in den Selbstmord führt. Wirtschaftlich, ideologisch, aber auch politisch ins Abseits bringt. Führende Kräfte wie Pistorius und Baerbock betätigen sich als Bauchredner amerikanischer Interessen.
Sie haben im vergangenen Wahlkampf, der ist ja noch gar nicht so lange her, sich als Friedenskanzler auf den Plakaten präsentiert. Gleichzeitig haben Sie in dieser Zeit die Genehmigung erteilt, dass mit aus Deutschland gelieferten Waffen auf russisches Territorium geschossen werden darf. Das finde ich nicht nur ein Widerspruch, sondern hochgefährlich. Geben Sie den Menschen in unserem Land die Garantie, dass Deutschland nicht zur Kriegspartei wird. Kriegspage. Ja. Ja, ich gebe diese Garantie, dafür stehe ich als Kanzler. Lügenmaul! Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Antwort. Und ich bitte das auch in Ihrem Kabinett weiterzusagen, denn Ihr Bundesminister der Verteidigung hat diese Frage etwas anders beantwortet. Nun meine Nachfrage. Kriege können als ersten Schritt mit einem Waffenstillstand beendet werden oder die Beendigung kann so eingeleitet werden. Welchen Plan haben Sie mit Partnern besprochen, um Schritte zu dieser Beendigung des Krieges einzuleiten? Erster Punkt, Waffenstillstand. Wann kann aus Ihrer Sicht ein Waffenstillstand auf welchem Wege erreicht werden? Eine klare Antwort auf Ihre Frage. Aus meiner Sicht ist ein Waffenstillstand, der eine Kapitulation der Ukraine zum Gegenstand hat, einer, den wir niemals aus Deutschland unterstützen dürfen. Korrupt, fachlich ungeeignet. Und dass das keine abstrakte Frage ist, sieht man an diesem merkwürdigen Friedensangebot von Herrn Putin. Der hat ja gesagt, er sei zu einem Waffenstillstand bereit, wenn die Ukraine außerdem noch weitere Annexionen gewissermaßen umsonst obendrauf gibt. Das zeigt, wie zynisch dort gedacht wird und dass der russische Präsident keineswegs vorhat, seinen aggressiven Krieg zu beenden, sondern nur das Wort in den Mund führt, um den Krieg fortzusetzen. Das werden wir nicht dulden. Der Stiefel lecker. Euer Majestät, ihr seht genau aus wie der Pisspage. Christian Lindner hat gestern die Lunte an das deutsche und europäische Finanzsystem gelegt. Ich weiß gar nicht, ob die Europäer momentan verstehen und darauf schauen, was in Deutschland gerade geschieht. Ich denke, die agieren auch noch so in der Denkweise, auf die Deutschen ist Verlass. Was Christian Lindner gestern gemacht hat, ist zu kommunizieren, dass Deutschland pleite ist. Das ist das, was geschehen ist. Gestern hat Christian Lindner der Welt mitgeteilt, dass Deutschland pleite ist. Und es sind vier Schritte, die zur Sprengung des Finanzsystems führen werden. Schritt Nummer 1, Lunte anlegen. Das ist gestern geschehen. Schritt Nummer 2, Lunte anzünden. Das ist das, was geschehen soll. Schritt Nummer 3, kommunizieren, dass die Lunte gezündet ist. Normalerweise macht man das vorher als Sicherheitsmaßnahme. Lindner hat das aber vor, erst nachher zu tun. Schritt Nummer 4, Sprengung. Und Sprengung bedeutet, dass die Menschen in Deutschland alles verlieren werden. Das ist das, was gestern kommuniziert wurde. Du, wenn du in Deutschland wohnst, dort etwas besitzt oder dort arbeitest, wirst alles verlieren. Das ist die Konsequenz dessen, was Christian Lindner angekündigt hat. Wir werden das gleich noch erklären in den vier Schritten. Um es nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Lunte anlegen bedeutet, Christian Lindner hat gestern kommuniziert, uns geht das Geld aus. Dann hat er kommuniziert, wir können die Zinsen nicht mehr bezahlen, die sind uns zu hoch. Und wir brauchen einen kreativen Trick, weniger Zinsen zu bezahlen. Also wir hätten gerne die Zinsen, wie sie vor 10 Jahren waren, als wir uns noch nicht so stark verschuldet haben, dass die Inflation durch die Decke gegangen ist. Jetzt hat der Staat so viele Schulden gemacht, dass hier eine Haushaltskrise in Deutschland da ist. Die Grünen, die Roten, die wollen nicht mit dem Geldausgeben stoppen. Und Lindner stellt sich hin und sagt, wie kriege ich das irgendwie hin? Es gab mal in den 2000ern war es, den Enron-Skandal. Ziemlich genau auch, glaube ich, zur Dotcom-Krise. Und Enron war eine große Energiefirma, die durch kreative Buchhaltung, kreatives Accounting aufgefallen ist. Beim kreativen Accounting, da ist es wichtig, dass du es verschleierst. Das hat Enron getan. Und irgendwann war diese Firma, die Milliarden am Aktienmarkt wert war, plötzlich von heute auf morgen null wert. Sie ist kollabiert, sie ist bankrott gegangen und hat fast das gesamte Finanzsystem mit sich gerissen, weil die Manager dieser Firma eben genau solche Tricks angewandt haben. Kreatives Accounting. Und deswegen sind spezielle Finanzregeln entwickelt worden, um das zu verhindern. Nun, bei Staaten hat man noch eine gewisse Freiheit. Und der Trick, den Christian Lindner hier anwendet, ist folgender. Er sagt sich, okay, ich kann momentan zu den aktuellen Zinsen keine Schulden aufnehmen. Es geht nicht, dann geht einfach nicht. Die Haushaltskriterien, das Bundesverfassungsgericht lässt das nicht zu. Also wende ich den folgenden Trick an. Ich nehme einen Kredit für 100 Euro auf, zum Beispiel mit einer 10-jährigen Anleihe, muss diese 100 Euro dann erst in 10 Jahren zurückzahlen, und zahle jetzt aber Zinsen. Da ich die jährlichen Zinsen, die immer gleich sind, auf diese 100 Euro nicht zahlen kann, nehme ich eben einen Kredit für 200 Euro auf, lass mir 100 auszahlen, zahle dann wesentlich weniger Zinsen, mogele mich also am Markt raus. Wenn ich das dann zurückzahlen muss in der Zukunft in 10 Jahren, dann bin ich schon längst nicht mehr Finanzminister, ich muss mich also nicht drum kümmern. Und ich kann das Geld jetzt schon ausgeben. Das ist der Trick der Wahl. Bald ist Game Over. Das schweigende Volk wird die Macht übernehmen.
Die Bild titelt hier: Warum finden wir keine Fachkräfte? 2,7 Millionen Arbeitslose. Hier zeigen Chefs verzweifelt ihre Stellengesuche. Ja, vielleicht liegt es daran, dass wir gar keine Fachkräfte bekommen und bekommen haben seit 2015. Ja? Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Also für mich hört sich das an wie so ein verzweifelter Ruf. Wir wissen nicht mehr weiter. Es gibt für alles eine Lösung. Erst einmal kann man diese Steuerschlucker wieder rückführen, ja? Und wir könnten uns echte Fachkräfte holen. Das wäre eine Möglichkeit, ja? Die andere Möglichkeit ist, die Grenzen einfach dicht zu machen, ja? Weil wir es ja anscheinend eh nicht kontrollieren können, wer herkommt. Außer, ich zitiere mal Alice Weidel, alimentierte Messermänner, also Messerfachkräfte. Ja, oder, ja. Ansonsten hört sich das für mich auch an wie ein Kollaps des Sozialsystems, was uns hier künftigerweise anbahnt. Ach, und zur Ergänzung nochmal, wozu eigentlich Fachkräfte, wenn es in Deutschland doch sowieso eine große Deindustrialisierungswelle gibt? Also abschieben auch nach Afghanistan? Ja, natürlich müssen wir dann abschieben, vor allem diejenigen, die kriminell sind. Ist einfach ein Schmierentheater und nichts weiter als eine Beruhigungspille. Was ist denn in diesem Land hier los? Wir haben so viele Leute, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, die Straftaten begehen. Niemand in Deutschland respektiert das. Es muss, braucht hier Ausreisezentren in Berlin. Es braucht definierte Unterkunft für Menschen, die straffällig geworden sind. Ihr Heuchler! Auf Stärke filtern. Da ging es ja nicht mehr nur um die Fake News, sondern auch um Sachen, die tatsächlich passiert sind. Wir mussten zum Beispiel die Berichterstattung von der rechten Seite über so Sachen wie mit dem Mord und dem Prozess an der Studentin aus Stuttgart, also der Maria, die von Flüchtlingen vergewaltigt und umgebracht wurde, oder den Machetenvergewaltigern aus Bonn und all diesen krassen Sachen, die Flüchtlinge angestellt hatten, zurückhalten, damit sich nicht noch mehr auf die Seite der Rechten stellen. Auch Sachen wie zum Beispiel die Kritik an der EU und auch an der Regierung, nicht nur wegen der Flüchtlingspolitik, sollten wir so gut es ging filtern. Außerdem hat man uns nochmal konkret darauf hingewiesen, dass wir niemanden, nicht mal unseren Eltern, detailliert erzählen sollen, was wir hier wirklich machen. Da habe ich dann auch schon angefangen, an der ganzen Sache zu zweifeln. Mir kam das dann eher so vor wie in einem schlechten Geheimdienstfilm. Ihr Lieben, ich muss euch gerade mal etwas erzählen, was eine Mitarbeiterin jetzt mitbekommen hat. Und zwar gibt es ja eine Krankmeldebescheinigung auf dein Kind. Wenn deinem Kind irgendwas fehlt und du bist Arbeitnehmer, dann gibt es ja eine Kindkrankbescheinigung. Und da kannst du beispielsweise ankreuzen, ob das ein Unfall war zum Beispiel, muss ja oder nein ankreuzen. Und es gibt jetzt ein neues Ankreuzfeld, SER. Und das gab es vorher noch nicht. Das gibt es tatsächlich erst seit dem 1.7. diesen Jahres. Und was diese Bezeichnung beinhaltet, das haut euch von den Socken, passt auf. Ankreuzfeld SER. Das betrifft alle Krankheiten oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die im Zusammenhang mit Gewalttaten, den Auswirkungen der Weltkriege, dem Zivildienst und Schutzimpfungen oder anderen prophylaktischen Maßnahmen stehen und von der Verwaltungsbehörde als Schädigungsfolge anerkannt wurden. Vorher gab es das Ankreuzfeld noch nicht, erst seit dem 1.7.2024. Weltkriege, Gewalttaten, Schutzspritzen. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich denke, das sagt ziemlich viel aus. Also ich finde das sehr, sehr beunruhigend und die wissen schon vorher, in was für eine Richtung es hier geht. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist es also amtlich. In Deutschland dürfen Gesetze künftig nur noch nach einem sogenannten Klimacheck verabschiedet werden. Das bedeutet, vor jeder Abstimmung im Bundestag lesen zunächst Klimakontrolleure in den Ministerien die Entwürfe. Und das verpflichtend. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums von Robert Habeck teilte auf 1 mit, Zitat: Der Klimacheck für Gesetzesverfahren wird derzeit erarbeitet. Erste Fragen der Ausrichtung und Ausgestaltung wurden im Rahmen eines Forschungsvorhabens bereits wissenschaftlich geklärt. Wann genau der Klimavorbehalt für Gesetze eingeführt wird, stehe aber noch nicht fest. Die neue Regelung wird eine sogenannte Querschnittsaufgabe. Das bedeutet, die Klimavorgaben müssen von allen Ministerien beachtet und durchgesetzt werden. Und das bei jedem Thema. Bis auf Weiteres gilt diese Regel nur für die Gesetze des Bundes, so das Wirtschaftsministerium gegenüber unserem Sender. Die Länder sind bis auf Weiteres nicht betroffen.
Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat vor einer Klimakatastrophe gewarnt. In einer heute Umweltministerin Merkel übergebenen Stellungnahme zur UN-Klimakonferenz in Berlin setzen sich die Forscher für die sofortige Verringerung des Kohlendioxidausstoßes ein. Jährlich müsse die CO2-Emission um 1% verringert werden. Wenn weiterhin die heutigen Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangten, wäre ein Gegensteuern in rund 25 Jahren nicht mehr möglich. CO2 und Klimawandel, das ist für Biologen so eine Frage. Wenn man jetzt sich die Pflanzen hier anschaut, alle Pflanzen brauchen zum Wachstum zwingend Kohlendioxid und zwar durchaus sehr viel. Unsere gesamte Nahrungskette hängt von Kohlendioxid ab. Wenn nämlich die Pflanzen kein Kohlendioxid haben, können sie keine Photosynthese machen. Ohne Photosynthese können sie keinerlei Biomasse aufbauen, keine Früchte, kein Obst, kein Gemüse, nichts machen, kein Getreide. Und damit bricht unsere ganze Nahrungskette zusammen. Nicht umsonst gasen die holländischen Großbauern in diesen riesigen Treibhäusern mit CO2, damit die Pflanzen besser wachsen und höheren Ertrag haben. Das heißt, wenn wir das CO2 in der Umgebung der Pflanzen, also in unserer gesamten Natur und Umgebung, verarmen, dann gibt es weniger Photosynthese und weniger Biomasse und vor allem für uns Menschen und alle Tiere wichtig. Auch das Abfallprodukt, nämlich Sauerstoff, den wir wiederum brauchen zum Leben, der wird dann auch weniger produziert, weil nämlich der Sauerstoff wird bei der Photosynthese hergestellt. Das heißt, wir atmen Kohlendioxid aus und die Pflanzen brauchen das Kohlendioxid, um daraus wieder Biomasse zu machen, die wir dann wieder mit dem Kohlendioxid in Form von Zucker und von Stärke aufnehmen. Und so ist ein biologischer Kreislauf. Den kann man nicht durch künstliche Reduktion von Kohlendioxid noch irgendwie positiv beeinflussen, sondern nur negativ. Weißt du Bescheid, ne? Jetzt ist also der Fußball schuld am Rechtsruck, den so viele Linke beklagen. Zumindest könne man das vermuten, wenn man eine bestimmte Studie lese, sagt eine junge Frau. Nicht irgendeine, sondern ausgerechnet eine Mitarbeiterin der Bundeszentrale für politische Bildung. Bezahlt von unseren Steuern. Ja, geht's noch? Auch wenn das Video inzwischen gesperrt ist und die Chefetage zurückrudert, so zeigt es doch, was wirklich falsch läuft im Land. In vielen Institutionen, Behörden und Organisationen. Wie manipuliert man Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Tun so perfide, dass sich Hass, Ausgrenzung und Gewalt breit macht? Rechtspopulist, Rechtspopulist, Rechtspopulist. Wir jubeln Ihnen keine Meinung unter. Sind Poldi, Klinzi und Co. schuld am Rechtsruck in Deutschland? Geile These, aber da könnte schon was dran sein. Kurzer Throwback. Wir sind im Jahr 2006. Angela Merkel ist seit ein paar Monaten Kanzlerin. Taylor Swift bringt ihre erste Single raus. Und Deutschland kämpft in der Welt vor allem für zwei angefangene Weltkriege und vielleicht noch den Mauerfall. Ich bin ein Berliner. Doch dann kam die Fußball-WM der Männer 2006 nach Deutschland. Unter dem Motto, die Welt zu Gast bei Freunden. Und da durften die Deutschen wieder Flagge zeigen, ohne dass es irgendwie nationalistisch wirkte. Weil es halt nur Fußball war. Plötzlich gab es alle möglichen Fanartikel in Schwarz-Rot-Gold. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Alles. Und für die Mannschaft lief es auch auf dem Platz richtig gut. Ein neues Phänomen entstand. Fans trafen sich gemeinsam zum Public Viewing in Deutschlandfarben. Party-Patriotismus wurde das genannt. Die Party war im Halbfinale zwar vorbei, aber die Patriotismus-Afterhour, die ging weiter. Auch außerhalb vom Fußball. Etwas weniger als 10 Jahre später laufen mit Pegida patriotische Europäer mit Deutschlandfahren durch Dresden. Politikwissenschaftler Clemens Heni sagt, ohne die WM 2006 wäre das so nicht möglich gewesen. Und Pegida war erst der Anfang für die Radikalisierung der Rechten in Deutschland. Wenn man also edgy sein will, kann man schon mal fragen. Aus fast allem wird ein Problem gemacht. Immer wird es gefunden, das Haar in der Suppe. Dann noch den Schuldigen und zum Schluss natürlich die moralische Empörung. Guten und aufrichten. Was soll das? Warum immer so negativ, so miesepetrig, so kleingeistig? Warum können wir nicht einfach fröhlich sein, lustig, unbeschwert oder sogar stolz? Stolz auf das eigene Land, auf das, was wir leisten oder mal geleistet haben. Jeder in meinem Alter erinnert sich noch an unser Sommermärchen. An eine tolle Nationalmannschaft. Jungs, die einfach guten Fußball gespielt haben. Bis ins Halbfinale. Public Viewing, Bier, Bratwurst, Bundesflagge. Schwarz, Rot, geil. Alle machten mit. Ich selbst war in Dortmund im Stadion. Deutschland, Polen. Was für ein Spiel, was für ein Sieg. In der 91. Minute. Freude pur und stolz und Fahnen ohne Ende. Wir waren einfach gut drauf. Eins waren wir mit Sicherheit nicht und sind es bis heute nicht schuld. Wo Rauch ist, da ist bekanntlich auch Feuer. Und deshalb sollten wir es ernst nehmen, wenn die Forderung nach Masken plötzlich wieder auf der Agenda ist. Doch weshalb diese Diskussion jetzt im heißen und nassen Sommer 2024? Also um im Jargon des Covid-Regimes zu sprechen, in jenen Monaten, in denen Privilegien, also Grundrechte, etwas großzügiger gewährt werden können. Es geht auch in dieser Debatte der veröffentlichten Staatsmeinung nicht um ein tatsächliches Virus, nicht um eine wirkliche Gefahr. Es geht um Herrschaft durch Angst, um Macht durch Gehorsam. Es geht darum, jedenfalls im Moment, die Unterwerfungsgeste fordern zu können, ohne auf öffentlichen Widerspruch zu stoßen. Doch weshalb nun wieder ein Virus? Vielleicht, weil andere Methoden der Disziplinierung an ihre Grenzen stoßen und das fast überall.
Es zeigt sich im Erfolg des verbotenen Liedes, weil das Summen einer Melodie zum Akt politischen Ungehorsams wurde. Es zeigt sich an den Wahlurnen, aber auch am stoischen Verlangen der Opfer nach Aufklärung der Covid-Verbrechen. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass die Forderung nach Masken gerade in dem Moment erhoben wird, als aus Moskau und Kiew erstmals gleichzeitig Signale nach einem Waffenstillstand erklingen. Denn immerhin, die Pandemie endete, als der Krieg begann. Also doch, Maske statt Stahlhelm, Spritze statt Gewehr? Ja, vielleicht sind das die Pläne des Establishments, aber sie werden dieses Mal nicht aufgehen. Denn die Jahre der Corona-Unterwerfung haben sicher ungewollt von den Strippenziehern des Experiments vor allem Widerstand geschaffen. In ihm hat sich die Volksopposition erst konstituiert. Eine Opposition, die in den letzten Monaten ruhig gewesen ist, aber die dennoch wachsam bleibt. Diese EU ist für mich nicht Europa. Sie ist eine Ideologie ohne Volk, ohne Seele, ohne Wurzeln. Sie ist eine Sekte, die tausendjährige Kultur tötet. Sie ist ein korrupter, kriegsgeiler Sauhaufen mit einem nicht gewählten Dämon an der Spitze. Man muss das Übel an der Wurzel packen oder dem Drachen sozusagen den Kopf anschlagen. Und ich sage dabei nur Ursula von der Leyen, ja. Diese EU in der jetzigen Form ist der Feind der freien Völker. Der Feind aller stolzen und patriotischen Nationalstaaten. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Da bin ich überzeugt. Ja. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus, oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt. Und das war's für heute. Und so zerbröselte kriegst du mal.